Herzlich willkommen zum Online-Abend Intuition und Bewusstsein. Ich bin die Susanne Steidl und ich freue mich heute mit euch diesen Abend gemeinsam zu gestalten, ja, ein bisschen in die Intuition einzutauchen, oder Fragen natürlich auch zu beantworten, die vielleicht da sind, wenn es um dieses Thema geht, Intuition. Und ja, ich freue mich schon mit euch auch ein, zwei intuitive Meditationen zu machen. Ich bin ja schon ausgeschrieben, dass wir heute Abend auch mit unserer Seele in Verbindung gehen. Das werden wir gegen Ende dieses heutigen Abends machen, der so circa zwischen einer Stunde, Stunde Viertel dauern wird, so circa. Und es gibt von meiner Seite noch ein paar Impulse zur intuitiven Wahrnehmung, die vielleicht für euch hilfreich sein kann. Und dann werde ich einiges noch dazu erzählen zum Online-Training, was am 17. November beginnt, wo ich mich dann mit der Gruppe auch ganz intensiv mit dem Thema Intuition befassen werde. Einige von euch haben sich ja schon angemeldet zu diesem Training. Deshalb ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch dabei seid. Nachher können wir das alles so, ja, ein bisschen vertiefen heute noch. Vorhin habe ich mal nachgerechnet, wie lange ich mich schon mit diesem Thema Energiearbeit, Intuition, Heilung beschäftige. Und das messe ich eben so am Alter von meinen Zwillingen. Das sind die jüngeren Kinder, ich habe eine ältere Tochter, die ist 17. Und die Zwillinge werden im Jänner 15. Und da sie ein Jahr alt waren, habe ich mich sozusagen auf diesen Weg begeben. Auf diese Reise ins Geistige, in diese Energiewelt hinein. Und ja, sie beschäftigt mich noch immer, sie begeistert mich, fasziniert mich, weil es da so vieles zu entdecken gibt. Und irgendwie merkst du auf dieser Reise, dass das also ein Feld ist, was mich sehr, sehr inspiriert. Vor allem dieses intuitive Wahrnehmen. Ja, das ist so, wow, da öffnen sich einfach für mich neue Welten, so tiefer zu schauen, hinter die Dinge zu schauen, zu spüren, zu fühlen. Und vor allem auch Zusammenhänge zu erkennen. Das ist für mich so das Wesentliche. Also so diesen Blickwinkel weiterzumachen und zu verstehen, um was geht es. Das ist natürlich auch jetzt von mir eine Arbeit sehr hilfreich. Ich arbeite ja als Coach, biete Ausbildungen und Seminare in diesem Bereich an, zum bewussten Leben. Aber natürlich ist das auch wichtig für mein eigenes Leben. Immer mehr Bewusstsein zu erreichen. Deswegen ist mir der Begriff Bewusstsein so wichtig. Also Intuition ist ein Weg zu mehr Bewusstsein. Und mit der intuitiven Wahrnehmung komme ich da leichter hin, weil ich mehr wahrnehme, ganzheitlicher wahrnehmen kann und nicht leider das, was ich mit meinen physischen Sinnen erfasse, sondern auch mit meinen intuitiven Sinnen erfasse. Und das ist halt ein bisschen mehr als nur mit unseren, ja, physischen, normalen Augen. Ja, und dieses Thema Bewusstsein ist jetzt auch sehr, sehr wichtig. Ich gehe davon aus, dass ihr alle, ja, interessiert seid an Spiritualität und an Energiearbeit. Und vielleicht, wenn ihr euch selbst ein bisschen zurückerinnert, und da brauchen wir nicht jetzt 10 Jahre zurückgehen, ja, 2, 3 Jahre auch nur, was hat sich in dieser Zeit alles verändert? In der eigenen Wahrnehmung. Wenn ich vergleiche, wenn ich jetzt mit Menschen arbeite und mit Menschen vor 3 bis 5 Jahren, dann gehen viele, viele Dinge viel, viel schneller. Es ist ja wie ein Beschleuniger da. Die Erkenntnisse sind da. Die Themen dürfen sich lösen. Die Heilung geschieht. Also es macht so wie plopp oft. Also oft braucht man nur die Frage stellen und die Antwort kommt sofort ins Bewusstsein. Also dieses Langwierige, dieses Zähe, dieses, ja, jetzt müssen wir 5 Mal um dieses Thema herumkreisen. Ja, das hat sich wirklich verändert. Und ich erinnere mich noch zurück, hier nochmal so ein Channel-Buch, das war vielleicht vor 10 Jahren einmal in der Hand gehabt, weil mich das Channeling natürlich auch interessiert. Und da ist gestanden, ja, das braucht jahrelang, jahrzehntelanger Übung, bis man überhaupt so weit ist, Botschaften aus der geistigen Welt zu empfangen. Ja, dann bin ich da gesessen mit dem Buch und dachte mir, oh Gott, nein, mag ich nicht 10 Jahre üben, das bringt's ja gar nicht. Und habe dieses Buch zur Seite gelegt, weil ich wirklich das Empfinden gehabt habe, und das geht sofort, jetzt, in diesem Moment.
Und es geht auch. Und früher war es vielleicht so, also auch vor 20 Jahren, dass man da gemistert wirklich meditieren und ganz viel machen. Aber heute ist die Zeit reif. Ganz, ganz viele Menschen, und das passiert da in Kursen, wenn ich Menschen habe, die noch nie meditiert haben oder sich mit dem Thema noch nie beschäftigt haben. Auf einmal sagen sie, aha, da kommt was rein, ich nehme was wahr, was ist das? Also es geht um vieles, vieles schneller und einfacher. Das ist die gute Seite. Es ist nicht mehr so mühsam. Aber natürlich, es ist auch intensiver, weil je mehr wir wahrnehmen, was wird da passieren, desto mehr erkennen wir natürlich auch. Wir werden bewusster. Und erst heute habe ich mir, ja, war für mich so der Gedanke da, oh, dieses Bewusstsein zu erhalten, kann er ganz oft intensiv sein, weil natürlich auch viel zu verarbeiten ist. Und dieses Verarbeiten braucht auch wieder Energie. Das läuft nicht einfach leider mal so schnell nebenbei, ja, wie Zähne putzen, sondern diese Prozesse laufen auch nicht nur im Geistigen ab, und das ist mir jetzt auch noch ganz wichtig, bei der Thema-Intuition zu sagen, sondern vor allem auch im Körper. Die Verkörperung, den Körper mitnehmen auf diese Reise, ist ganz, ganz wichtig. Weil wir sind irdische Wesen und wir werden dann auch gleich einmal was machen, auch für die Verbindung des Körpers, damit wir gut empfangen können. Und wir, ich glaube, unsere Aufgabe ist ja so, unsere Seelenessenz, unsere Urenergie, die jeder in sich trägt, hier auch auf die Erde zu bringen, zu verwirklichen. Also nicht auf einer Ebene sich so damit beschäftigen und sagen, das sind zwei Welten, da gibt es diese geistige, spirituelle Welt und hier gibt es das irdische Leben und beides hat nichts miteinander zu tun. Das teile ich nicht. Für mich ist das eines. Ich bin in einem Körper, ich bin ein irdisches und geistiges Wesen. Meine Seele ist hier, ja. Ich bin beseelt, mein Körper ist beseelt, meine Seele verwirklicht sich hier auf Erden. Und da kann die Intuition und das Bewusstsein natürlich ganz, ganz, ja, hilfreich sein, um das auch so wahrzunehmen, so zu erfassen in dieser Form. Und zurzeit ist da so, schon seit längerer Zeit, dass sich das Magnetfeld der Erde verändert. Vielleicht habt ihr davon schon was gehört, von diesem Polsprung auch. Und ja, ich habe gestern ganz ein interessantes Video angehört von Dieter Pröhrst. Und das Interessante ist ja, da war so ein Beispiel drinnen von Astronauten, die in den Kosmos fliegen. Und wenn sie im Raumschiff sind, haben sie leider 10% von dem Magnetfeld, was auf der Erde ist. Und da sind sie draufgekommen, dass diese Menschen dann nicht mehr ihrem Auftrag nachgekommen sind vom Arbeitgeber. Praktisch, die haben das in Frage gestellt und die Sinnlosigkeit entdeckt des Ganzen. Sie sind sozusagen abgekommen von dem, wo sie sich verpflichtet haben und haben erkannt, dass das, was sie tun, keinen Sinn macht. Sprich, sie sind nicht mehr manipulierbar gewesen. Also freie, denkende Menschen. Und wenn wir jetzt ein bisschen schauen, was in dieser Welt passiert, ist dieses Erwachen ja da. Das heißt, Menschen stellen sich die Frage, das, was ich tue, macht das überhaupt Sinn? Erfüllt mir das? Gibt's was anderes nur in meinem Leben? Und das sind ja die wichtigsten Fragestellungen überhaupt. Aber nicht alles und jeder hat Interesse, dass wir Menschen uns diese Fragen stellen. Weil das ist ja viel einfacher. Wir sind so mit den Scheuklappen oben, sagen ja, ja und sind in unserem Hamsterrad drinnen. Das bedeutet, wenn mein Bewusstsein sich erweitert, wenn ich diese Fähigkeiten intensiviere, weil haben tun wir sie alle. Sie sind klar, bis oft liegen sie brach oder sind darin verloren gegangen. Dann kann es ja sein, dass wir unbequemer werden. Uns selbst gegenüber, aber auch den Menschen in unserem Umfeld, weil wir irgendwann so unbequeme Fragen stellen wie, ist das jetzt alles gewesen? Wo geht die Reise hin? Wie will ich überhaupt leben? Ist die Arbeit das Richtige? Ist der Partner das Richtige? Sind die Freunde, passen die noch zu mir? Und um das geht's auch. Das heißt, dass ich im Grunde immer selbstbestimmter werde und erkenne, ja, welche Qualitäten trage ich in mir? Welche Werte, welche
Essenz, welche ja, Talente, welches Licht möchte ich hier auch auf die Erde bringen? Was ist denn so meine Aufgabe auch hier? Und je mehr wir dem folgen, desto mehr leben wir auch unsere Bestimmung. Und das hat wieder was mit Selbstbestimmung zu tun. Ja, und das fasziniert mich, weil ich es auch lebe. Und das Leben dann oft einmal ein bisschen anstoßt auf Widerstand im Außen und auch oft einmal herausfordernd ist. Es kann oft anstrengend sein. Nichtsdestotrotz ist die Freude und die Fülle viel, viel präsenter, um ein vieles präsenter als vor Jahren noch, weil ich merke, dass ich immer mehr zu dieser Energie hinkomme, zum Erfüllter zu leben in meinem Sein, ja, mich dort zu verankern, die ich wirklich bin. Und da möchte ich denke jetzt ein bisschen mitgehen und mitkommen lassen. Ihr könnt es auch jederzeit, wenn ihr eine Frage habt, natürlich euch melden und oder einen Chat hineinschreiben oder winken oder Hand aufheben, weil wenn es jetzt schon etwas gibt von eurer Seite, wo es wollt was nachfragen, dann ganz, ganz gerne. Und dann möchte ich kurz nichts. Ich dann gehen wir einen Schritt weiter und zwar möchte ich euch jetzt gleich einladen. Einführungsmeditation, wo es darum geht, uns mit der Erde zu verbinden und mit dem Himmel zu verbinden, also einmal dieses, die irdische Basis gut wahrzunehmen, aber auch unsere geistige Heimat, also beide, der Ursprung im Geistigen und der Ursprung im Irdischen. Und für mich ist eben diese Erdung sehr, sehr wesentlich, weil wenn wir wirklich gute Basis haben, dann können wir jetzt nach oben hin viel besser öffnen, sind standfest, können die Informationen empfangen und können diese geistige Verbindung auch immer mehr ausdehnen. Und natürlich da auch mehr Inspiration bekommen. Ich räuchere jetzt gerade mit Beifuß, das kennst du jetzt nicht riechen, das ist ein ganz also würzigen Duft. Und der Beifuß öffnet diese intuitiven Welten, die Zwischenwelten, also lässt uns da noch ein bisschen, ja, die offener werden für Informationen. Aber die Energie kann sich ja auch im virtuellen Raum jetzt so ausdehnen, auch wenn der Geruch nicht da ist, auch der Beifuß wirkt auf alle Fälle. Und für die Meditation möchte ich ja noch eine Karte ziehen, um diesen Raum gemeinsam zu eröffnen. Das ist eine Karte aus meinem Kartenset. Jesus spricht zu dir. Eine Liebe spricht zu dir. Wo habe ich das? Genau. Jetzt zeigt sich's. Du blendet so Botschaften aus dem Herzen Jesus. Und zwar Karte, die uns heute Abend begleitet. Unser Thema noch schenkt. Noch eine Absicht. Oh, schön. Die Karte Nummer 30, segne. Du bist gesegnet, gib deinen Segen weiter, so beschenkst du andere und dich selbst. Also mir, unser Abend steht unter dem, so halten, unter dem Segen Jesus, du bist gesegnet. Und jetzt darf ich euch einladen zu dieser Meditation. Ihr könnt euch entspannt hinsetzen. Achtet bitte darauf, dass die Fußsohlen den Boden berühren und dass ihr die Beine und auch die Arme nicht überkreuzt. Dann lade ich dich ein, die Augen zu schließen. Zunächst einen tiefen Atemzug zu nehmen. Dich zu spüren, wie du auf dem Stuhl sitzt oder auf dem Boden, die Unterlage wahrzunehmen, die Rückenlehne, die Armlehne, wo auch immer dein Körper die Unterlage berührt.
Und nun geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Herzen, zu deinem energetischen Herzen. Das ist dein Herzchakra. Das befindet sich in der Mitte deiner Brust, auf der Höhe deines Herzens. Und atme jetzt dort hinein. Schenke mit deinem Atem, deinem Herzen Aufmerksamkeit und Wärme. Wenn du magst, kannst du auch eine Hand auf dein Herz legen. Oder du kannst auch beide Hände reiben, die Handflächen aneinander reiben. Und deine warmen Hände auf deine Brust legen, damit du dein Herz noch besser wahrnimmst. Und aus deinem Herzen, aus dieser Wärme, aus dem Ort der Liebe, stelle dir jetzt vor, wie du nach unten Richtung Erde reist. Stell dir vor, wie du von deinem Herzen aus mit deinem Lichtkanal über deine Wirbelsäule zu deinem Steißbein weiter nach unten, über deine Beine, über deine Fußsohlen, hinunter in die Erde reist. Du verbindest dich gedanklich mit der Erde und dieser Lichtkanal aus deinem Herzen reicht weit, weit und tief, tief in die Erde hinein, bis zum Mittelpunkt der Erde. Bis zum Ursprung der Erde, tief hinunter, in das Innerste, bis zum Herzen der Erde. Und du verbindest dich jetzt mit dem Herzen der Erde, mit deinem Herzen. Und vielleicht kannst du den Herzschlag der Erde wahrnehmen, ihren Puls, ihre Urenergie. Und bitte jetzt darum, mit dieser Energie in Verbindung zu treten. Und jetzt beginnt die Energie vom Herzen der Erde zu strömen, zu fließen bis zu deinem Herzen. In einem Kreislauf. Du nimmst die Energie auf und gibst alles ab, was du nicht mehr brauchst. Du nimmst neue Energie von der Erde auf. Sie fließt zu deinem Herzen und alles, was nicht mehr notwendig ist, gibst du über dein Herz wieder zur Erde ab. Es entsteht so ein runder Kreislauf. Und du wirst versorgt mit der nährenden Energie der Erde. Und dieser Kreislauf bleibt, arbeitet weiter. Er wirkt jetzt im Hintergrund. Und du gehst jetzt wieder mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Herzen und lässt jetzt einen Lichtkanal, eine Verbindung, auch wieder von deinem Herzen über deine Wirbelsäule bis zu deinem Kopfscheitel ins Universum hineinwachsen. Du verbindest dich mit deiner geistigen Quelle, mit dem Herzen des göttlichen Universums. Und klar kannst du auch den Herzschlag des Universums hören. Das sanfte Pulsieren.
Und dann verbindet sich dein Herz mit dem Herzschlag des Universums. Und auch hier entsteht wieder ein Energiekreislauf. Höchste geistige, universelle Liebe und Energie strömt in dein Herz. Und du darfst aus deinem Herzen wieder alles abgeben, was nicht mehr notwendig ist. Du nimmst neue, lichtvolle Energie in dich auf. Atmest sie in dein Herz hinein und gibst wieder ab. Und auch hier strömt jetzt die Energie von alleine in diesem Kreislauf. Du wirst genährt und versorgt. Und auch diese Energien wirken jetzt weiter im Hintergrund. Und in deinem Herzen strömen jetzt beide Energien zusammen. Die Energie von Mutter Erde, die Energie von Vater Himmel, die irdische Energie und die geistige Energie. In deinem Herzen werden sie vermischt, kommen zusammen. Und aus deinem Herzen heraus kannst du Neues entstehen lassen, Neues erschaffen. Und dieses Neue erschaffst du aus der höchsten Liebe, von der Erde und vom Himmel gegeben. Spüre diese Energie in deinem Herzen. Und wie du als irdisches Wesen, als Mensch, die Verbindung zu beidem hast, zur Erde und zum Himmel. Und gerne darfst du dich auch bedanken bei der Erde für ihre Energien. Im Universum, für seine Energien. Und sie dich aufnehmen und wirken lassen. Danke. Und dann nimm einen tiefen Atemzug und komm wieder in unseren gemeinsamen Raum zurück. Einen Schluck Wasser trinken ist hilfreich. Ja, und wenn jemand mag, kann jemand ganz gerne im Chat hineinschreiben, was ihr erlebt habt. Oder auch gerne laut schalten und berichten, wie war die Meditation. Oder gibt es eine Frage dazu? Das kann auch sein. Du sagst, oder das habe ich bemerkt oder jenes. Und das ist vielleicht ja für mich neu oder anders als sonst. Sonst, dann kannst du das ganz gerne teilen. Und auch gerne im Chat was hineinschreiben. Ich würde wohl was sagen. Ja, gerne. Ja, also ich glaube, ich habe den Beifuß gerochen. Oder ich rieche den immer noch. Also das unglaublich. Ja, genau. Ja. Also ich habe einen ganz würzigen Geruch in der Nase. Ich wüsste jetzt gar nicht genau, wie Beifuß wirklich riecht. Aber sehr irgendwas witzig. Ist hier im Raum bei mir. Und ja, die Meditation war ganz toll, hat mir wunderbar gefallen. Danke. Sehr gerne. Und es gibt intuitives Riechen. Ja, das gibt es. Ich werde euch danach noch was zu den intuitiven Sinnen erzählen. Und es ist sehr wohl möglich, dass ich auf einmal einen Geruch wahrnehme.
Und interessant ist es auch noch, wenn ich ihn nicht kenne, dass ich sage, okay, das kann nicht aus der Geruchserinnerung kommen, sondern der ist da. Mhm. Sehr interessant. Möchte noch jemand etwas fragen oder erzählen? Okay, soweit. Lass sich jederzeit melden. Ja, das war schon bei den intuitiven Sinnen. Es gibt die Hauptsinne, ich nenne sie immer intuitive Sinne, man kann auch mediale Sinne oder Hellsinne dazu sagen. Es gibt das intuitive Fühlen, das intuitive Sehen, das intuitive Hören und das intuitive Wissen. Das sind einmal so die vier wichtigsten. Und wie vorhin gesagt, auch das intuitive Schmecken im Mund und das intuitive Riechen. Und zum Beispiel machen einmal passiert, wenn es um intuitive Riechen geht und Schmecken geht, in einem Narkotenkopf und davor habe ich den Geruch von Alkohol gehabt, so auch den Geschmack. Und das war dann eine wichtige Frage von meiner Seite, ist um eine Bezugsperson gegangen, ob diese Bezugsperson Alkoholiker war. Und die Klientin hat dann das bestätigt. Also ich habe diese Information erhalten über das Riechen, Schmecken, es war so im Mund. Und ich hatte irgendwann diesen Geruch da. Und so können auch Gerüche ganz, ganz hilfreich sein, um Informationen zu erhalten. Und jetzt möchte ich euch kurz etwas erzählen zu jedem diesem Sinn, damit ihr ein bisschen eine Idee habt. Und zwar dieses intuitive Fühlen oder Spüren ist jener Sinn, den die meisten von uns Menschen haben. Das ist ein Sinn, den man auch oft immer mit Empathie oder Mitgefühl beschreibt. Und vielleicht kennt ihr dieses auch, wenn ihr in einen Raum hineintretet, wo das Gefühl habt, da fühle ich mich wohl oder ich fühle mich nicht wohl. Ja, so. Ganz schnell, ganz spontan. Oder wenn ein Mensch euch zu dicht näher kommt, dann spüren wir das ja auch meistens. Wir sehen jemanden hinter uns nicht, aber können das spüren. Und das sind so Wahrnehmungen, die jeder hat. Und diese Wahrnehmungen kann ich auch trainieren, die kann ich verfeinern, indem ich einfach auch lerne, um meinen Körper mehr wahrzunehmen, mehr zu spüren, in mich hineinzuhören, was nehme ich denn jetzt auf der körperlichen Ebene wahr. Also es ist wirklich ein Sinn, der sehr, sehr hilfreich ist, weil der Körper wie ein Seismograph ist, wo sofort Informationen gibt, ist das doch stimmig für mich, nicht stimmig, kann ich mir da entspannen, kann ich mich nicht entspannen zum Beispiel. Und was ich zum Beispiel oft habe bei Klienten vor allem auch, oder wenn es auch so um Themen geht, wie ist das jetzt gut für mich oder weniger gut, mein Körper reagiert mit Schaudern, kennt ihr das so, es rieselt durch den Körper, als hätte man von einem Moment auf den anderen zu kalt. Und wenn zum Beispiel ich so bei der Ursachenforschung bin, wieso ist dieses Thema da? Und der Klient erzählt mir und ich reagiere nicht, und weiß ich, das ist auch kein Thema. Und dann sagt er vielleicht ein Wort oder einen Satz und sagt, ja, damals war ich 5 Jahre alt. Und dann schaut es mir über den ganzen Körper, dann verstehe ich, genau, jetzt haben wir das Thema. Also mein Körper reagiert dann. Die Absicht ist da, wahrzunehmen, was ist die Ursache für dieses Problem. Und der Mensch erzählt mir, und wenn ich das bekomme, wo die Ursache stimmt, reagiert mein Körper. Und dann brauche ich nicht denken, weil mit den Gedanken komme ich nicht hin, und dann fängt man das ja uns so zu zerpflücken, könnte es da sein und jenes. Und um das geht's gar nicht, sondern da geht's wirklich um ein intuitives Spüren und Wahrnehmen. Dieses Spüren kann ganz hilfreich sein. Und da geht's wirklich darum, dem Körper zu vertrauen,
der Körperintelligenz auch zu vertrauen und im zweiten Moment dann natürlich auch herauszufinden, ja, wenn mein Körper diese Signale sendet, und das können ganz zarte Signale sein, das können natürlich auch intensivere Signale sein, wenn es zum Beispiel auch mal um Symptome geht oder bestimmte Beschwerden wir haben, ja, etwas versucht ja mein Körper auch mir mitzuteilen. Kann ich diese Botschaften dahinter verstehen, mich mit diesen Botschaften auseinandersetzen? Das ist zum Beispiel etwas, wo wir uns im Online-Training intensiver bei einem Modul befassen werden. Also dieses Spüren, Wahrnehmen des Körpers, diese Botschaften erkennen, was will mir mein Körper sagen, was will mir ein Organ sagen, wozu habe ich diese ja, Signale oder diese Reaktionen von meinem Körper. Das ist so das intuitive Fühlen und Spüren. Das intuitive Sehen, das haben wir auch, ja, im Grunde die meisten Menschen, viele Menschen sagen, sie können es nicht sehen. Und du kannst ja selber überprüfen, bei der Meditation sind da Bilder aufgetaucht zum Beispiel oder war es mehr im Körper, im Spüren drinnen. Dann habe ich schon eine Idee, wo liegt denn so mein Schwerpunkt in der intuitiven Wahrnehmung. Aber wenn ich dann eben Menschen frage, die sagen, na, ich bekomme keine Bilder, und ich sage zu ihnen, ja, stell dir jetzt einmal mit geschlossenen Augen, das kannst du ja kurz versuchen, es geht auch mit offenen Augen, dein Badezimmer vor. Und ich sage jetzt bewusst Badezimmer, weil höchstwahrscheinlich niemand von euch im Badezimmer jetzt gerade ist. Dann werdet ihr alle mit euren geschlossenen Augen das Badezimmer wahrnehmen, oder? Geht. Fast alle. Oder ihr wisst es zumindest. Aber sehen, die meisten bekommen da Bilder. Das heißt, Bilder kann ja auch jeder dann empfangen, weil wenn ich das Badezimmer sehe, na, habe ich ja die Fähigkeit, innere Bilder zu konstruieren. Genauso wie wir es bei Träumen machen und bei geführten Meditationen. Und wenn ich das intuitive Sehen, also das Hellsehen, verstärken will, dann eignen sich auch geführte Meditationen sehr gut, die mit der Vorstellungskraft arbeiten. Weil das ist eine Schulung. Alles, was ich mir vorstellen kann, kann ich auch als Bild empfangen. Ganz einfach. Und das ist auch so ein intuitiver Sinn, der relativ leicht dann zu aktivieren ist und den man dann auch noch, ja, wirklich ganz einfach auch trainieren kann, wie unsere physischen Sinne natürlich auch. Also da ist kein Unterschied, weil manche Menschen haben auch im Alltag, wenn ich jetzt meine Augen betrachte oder die Ohren oder das Schmecken. Jeder Mensch hat da so einen unterschiedlichen Zugang zu den Sinnen. Der eine sieht gut, der andere hört besser, kann die Melodien erkennen, der andere ist stark im Fühlen und Hören. Und nichts ist besser oder schlechter. Jeder ist halt ganz unterschiedlich. Das ist schon mal wichtig. Und wichtig ist ja, was ist meins und wie kann ich meines mehr leben und nicht das, was nicht so meins ist. Also wir fangen immer mit dem stärksten intuitiven Sinn an, weil da bekomme ich dann Informationen und ja, das verstärkt es natürlich und macht einfach positive Erlebnisse danach. Und dann gibt es intuitive Hören. Das intuitive Hören ist alles, was ich mit Stimme, mit Klang, Melodie, Sprache, Wörter empfange. Ich hoffe mal ganz, ganz ähnlich zu den Gedanken. Also Schwierigkeit ist, sind das jetzt meine Gedanken oder empfange ich etwas? Überhaupt, wenn die Stimme dieselbe ist. Manche Menschen empfangen es in einer anderen Stimmlage. Dann ist das klar, das bin nicht ich. Aber ich empfange es auch mit meiner Stimmlage. Und deswegen ist oft einmal da, denke ich mir das bloß aus? Also diese Frage taucht fast immer auf. Und wenn ich da das ein bisschen üben tue, und dann kann ich schon herausfinden, nein, das sind nicht meine Wörter, oder normalerweise spreche ich nicht in dieser Sprache so unbedingt. Also das würde ich im Normalfall nicht so sagen. Und da kann ich ja ganze Sätze empfangen, ganze Texte empfangen. Das kann sich so anhören wie ein 1:1 Gespräch, wie ein Dialog. Es kann auch ein Liedtext sein, den ich ja vorher mal im Ohr habe, so wie ein Ohrwurm, Wörter, die da sind. Und das intuitive Hören ist auch der Bereich, wo es ums Channeling geht. Channeling ist alles, was
mit der geistigen Welt zu tun hat. Also ich trete in Kommunikation mit der geistigen Welt, stelle Fragen, empfange, gehe in den Austausch. Aber das intuitive Hören kann ich auch mit allem machen, mit einer Pflanze, mit einem Baum, mit einem Tier, mit also alles, was für mich ein Wesen besitzt, auch mit einem Stein. Also ich kann mit alles in Verbindung, in Kontakt treten und Informationen empfangen. Und das finde ich so interessant. Und da, ja, und da merkt man dann auch, wem liegt was besser oder wo hat jemand da diesen guten Rat sozusagen schon in der Kommunikation. Oder mit Verstorbenen zum Beispiel in Kontakt treten. Oder mit Engelswesen, mit aufgestiegenen Meistern, mit Jesus zum Beispiel in Verbindung treten. Und da höre ich ganz oft auch von Teilnehmern, dass da so eine gewisse Bescheidenheit oft da ist. Oh, das kann ja nicht sein, dass ich sowas jetzt empfange. Das gibt's ja gar nicht, dass Jesus mit mir spricht. Oder jemand, oder ein Engel oder wie auch immer. Doch, das gibt es. Wir sind ja, also ein Gebet ist ja auch nichts anderes als in Verbindung, in Kontakt treten. Und es ist jedem möglich. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass man einfach auch weiß, ja, das ist möglich, das geht. Und das erleichtert es auch schon sehr, sehr. Ja, und dann gibt es noch das intuitive Wissen. Das intuitive Wissen ist dieser Kanal, der, ja, den kann man, jetzt, da geht es weniger ums Trainieren, sondern einfach nur um sich für das zu öffnen und zu empfangen. Und dieses Wissen ist so wie so ein Impuls aus dem Nichts heraus. Auf einmal ist eine Idee da. Das ist wie, als würde sie vom Himmel fallen. Kann total losgelöst sein von dem, was ich gerade mache. Das passiert mir oft immer so in Situationen. Ah, auf einmal ist was da. Und wenn ich es aber dann nicht greife und wiederhole in Gedanken oder mit denen beschäftige, ist es auch wieder weg. Also das ist ganz was Schnelles, ganz was Flüchtiges. In dem Moment da und dann auch schon wieder flutsch, wieder weg. Und deswegen ist so diese aufmerksame Wahrnehmung recht hilfreich. Was kommt denn da so rein? Also, dass ich es auch zu greifen bekomme. Und man kann zum Beispiel bei sich selbst oder bei anderen Menschen ein bisschen schauen, ja, was ist denn so der eigene starke Sinn, indem ich mich beobachte, wie ich spreche. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, das sagt sehr häufig, ich sehe das so und so, das schaut so und so aus. Ja. Also ich verwende die Wörter sehen und schauen in der Sprache. Also ich bin ein intuitiv Sehender vor allem. Ein Hörender sagt, ja, das hört sich gut an und verwendet diese Wörter mehr. Oder ein Fühlender, na, da fühle ich mich nicht so wohl, das fühlt sich gut an oder schlecht an. Da weiß man, man gehört mehr zu den Fühlenden schon. Und ein Wissender sagt einfach, ich weiß, Punkt. Da stellt sich nicht einmal in Frage. Und da hat man schon ein bisschen eine Idee. Was ich aber gemerkt habe, ist, wenn ich mich mit einem meiner Sinne intensiv auseinandersetze, ziehen die anderen nach. Also das ist so wie, ich bekomme da Informationen, ich sehe etwas, ich höre, dann riecht man vielleicht etwas. Und dann gibt es ein Gesamtpaket. Und das finde ich dann sehr, sehr ja spannend, einfach was da reinkommt. Und wo oft einmal die Herausforderung auch liegt, das, was ich jetzt so bei den Ausbildungen auch gesehen habe, und ich habe ja seit einigen Jahren lang jetzt immer eine Ausbildung angeboten, intuitive Energiearbeit. Und sagen wir mal, ist mit Intuition natürlich beschäftigt, aber ganz stark auch mit Energiearbeit. Wo, ja, wie interpretiere ich das? Was heißt denn das? Also, wie kann ich denn bestimmte Bilder übersetzen? Und mit dem werden wir uns auch in diesem Online-Training beschäftigen. Also, Symbolik, bedeuten bestimmte Informationen? Wie kann ich da die Zusammenhänge herstellen? Und das ist wie dieses Erkennen von einer neuen Sprache. Vielleicht geht es ein Kasso, wenn man eine Sprache lernt, dann versteht man nicht jedes Wort, aber wenn ich den Text zu
überfliege, also den ganzen Text lese, verstehe ich den Zusammenhang. Ja? Und es geht immer um diesen Zusammenhang, um dieses Ganze, um diese Bedeutung dahinter. Und das ist das, was sich dann einem erschließt. Also ich würde es jetzt einmal so benennen. Also wir arbeiten mit den Einzelstücken, aber schlussendlich das Wichtige ist dann die Bedeutung. Was hat das Ganze für eine Bedeutung? Und die Antwort kann sich dann jeder Mensch im Grunde nur selbst geben, weil jeder so empfängt, also diese intuitiven Wahrnehmungen hat, wie er sie selbst auch am besten versteht. Also den Schlüssel besitzt jeder selbst. Oft weiß man halt nicht, wie man mit diesem Schlüssel umgehen kann. Und das ist sozusagen ein bisschen meine Aufgabe und Hilfe. Wenn man ins dem Intuitionstraining und dem Bewusstseinstraining widmet. Gibt es eine Frage von eurer Seite zu den intuitiven Sinnen oder zu dem, was ich erzählt habe? Oder eine Bemerkung von eurer Seite zu den Ja, gerne. Ich hätte eher eine Frage, eine ganz organisatorische. Wenn man mal nicht kann, aus irgendwelchen Gründen, zeichnest du dann auch auf, Susanne, und ich kann das nachschauen. Genau. Ich werde euch jetzt etwas zum Organisatorischen von dem Online-Training erzählen. Also es startet am 17. November. Wir haben insgesamt 6 Online-Abende, Live-Abende zu 2,5 Stunden. Wir haben sie ganz bewusst auf 2,5 Stunden jetzt angesiedelt, weil 2 Stunden oft ein wenig knapp sind. Und ich ganz gerne auch in diesen, man kann in Zoom auch so kleine Räume machen, wo man zu zweit, zu dritt dann sich austauschen kann, üben kann und wieder zusammenkommen. Damit man einfach die Gelegenheit hat, miteinander zu üben. Wenn jemand bei einem Abend nicht dabei ist, gibt es immer die Aufzeichnung. Und auch die Möglichkeit, mit mir dann noch nachträglich die Sachen nachzubesprechen. Das ist auch wichtig, wenn Fragen sind oder ich habe jetzt das nachgeholt oder diese Übung gemacht oder diese Meditation, bei mir ist das aufgetaucht. Also da gibt es den Austausch und die Begleitung auf alle Fälle. Zwischen den 6 Abenden ist ja immer 2 Wochen Zeit auch. Und da gibt es eine Online-Seite. Und auf der Online-Seite gibt es Arbeitsunterlagen, also PDFs, Meditationen sind oben, Informationen sind oben, Videos von meiner Seite, also Impulse auch zu diesem Thema, weil jeder von der Lektion hat ja ein unterschiedliches Thema, wo ihr dann euch noch mit diesem Thema in diesen 2 Wochen intensiver beschäftigen könnt. Also es ist nicht nur der eine Abend, sondern da gibt's noch mehr. Also an Inputs, Impulsen, an Übungen auch, was mir noch wichtig ist, immer eine Partnerübung in den 2 Wochen zu machen, wo sich dann 2, 3 Personen, das schauen wir nachher, verabreden, einen Auftrag bekommen, diese Übung machen. Weil das Vertrauen dann wächst. Weil ich merke, also Intuition bei einem selbst ist zu Beginn das Allerschwierigste. Weil ich mir selbst nicht traue. Ja, und ja, das ist so ein bisschen paradox. Ich sage mir was und denke mir dann, das habe ich mir ja nur ausgedacht. Und dann lässt man es. Aber wenn ich bei einer anderen Person Informationen gebe und sie sagt, ah, interessant, woher weißt du das? Oder da reagiere ich jetzt auf das, dann weiß ich, okay, ich gehe da jetzt wirklich in die Kommunikation, in den Austausch, weil es auch darum geht, diese Energiefelder zu lesen. Und das ist online gleich gut, wenn nicht besser möglich als direkt, weil ich weniger Ablenkungen habe. Viel weniger. Ich bin ja in meinem Raum, das kenne ich alles. Ja, aber wenn ich jetzt irgendwo anders bin mit einem Menschen, dann muss ich mich einmal so einstellen, da sind andere Leute im Raum und so weiter. Also, ich erlebe sogar, online ist der Raum nochmal klarer für den Moment. Also, es läuft super gut und, ja, du wirst ja, das ist also kein Manko, sondern eher etwas, was sogar begünstigen wird.
Und was auch noch gibt vom Organisatorischen, eine WhatsApp-Gruppe oder Telegram, da schauen wir einfach, wo die meisten dabei sind, wo der Austausch gewährleistet wird innerhalb der Gruppe, wo man reflektieren oder wie ist die Übung gelungen oder wo ich einfach was reinschreiben kann oder auch die Meditation, ja, vielleicht kommt da was ganz Spontanes nochmal rein, so zwischendurch, was gerade da ist da. Also einfach mal diesen Gruppenraum nochmal zu halten und diesen Austausch auch zu fördern untereinander. Und bei den Lektionen auch in die 6 Einheiten, das ist jetzt einmal so gekommen, also das war so mal die Struktur, wobei mir auch ganz wichtig ist zu sagen, wenn ich merke, dass man so drinnen ist, etwas anderes braucht von der Gruppe her oder was reinkommt, dann würde ich das mit euch absprechen und sagen, okay, ich merke jetzt, dass dieses Thema mehr oder das ist jetzt sinnvoller. Also das möchte ich einfach mir vorbehalten, diese Flexibilität, weil ich bin nicht gern zu starr dann am Thema, sondern einfach mehr intuitiv schauen, was ist jetzt da, was möchte wahrgenommen werden, was ist Thema in der Gruppe. Und grundsätzlich fangen wir natürlich einmal um mit dem Basiswissen zur Intuition, zum Bewusstsein, die intuitiven Sinne, die Erdung, eine Reinigung, ein Schutz, auch was ganz wichtig ist. Weil durch diese Feinfühligkeit, Sensibilität, Menschen, die intuitiv sind, sind sensibel, ja. Und das habe ich selber bemerkt, dass diese Feinfühligkeit sich steigert. Und dann ist ja ganz wesentlich, wie kann ich gut auf mich achten? Auf mein eigenes Energiefeld. Das ist nicht zu unterschätzen, ja, dass wir da auch an dem arbeiten und schauen, ja, was tut mir gut, was tut mir weniger gut, was tue ich in bestimmten Situationen, wo ich bestimmten Energien auch ausgesetzt bin, wo es nicht anders geht. Aber auch wichtig, um einfach dieses Hintergrundwissen einmal zu haben, weil, ja, oft meinen wir, das ist alles ganz normal, was da im Außen ist. Und ja, wie soll ich das erklären? Und meinen da immer mitgehen zu müssen mit allem, ja. Aber oft einmal sinnvoll, sich einmal zurückzuziehen, zu sagen, ich brauche jetzt etwas anderes, weil das ist mir zu viel. Also das haben ja auch gemerkt, dass Energien sehr, sehr intensiv sein können. Und da meine ich jetzt die alltägliche Welt da draußen. Weniger diese intuitiven Energien. Also die haben ja die Aufgabe, es ja in eine höhere Schwingung zu bringen. Und dann haben wir noch einen Abend, wo es darum geht, eben Fokus wahrnehmen und verändern von Energien. Das ist mir auch wichtig. Ich erinnere mich an die Ausbildung mediale Lebensberaterin gemacht. Und dann haben wir wahrgenommen und wahrgenommen und wahrgenommen, aber nichts getan mit der wahrgenommenen, mit den Informationen. Und das war für mich so, aha, denke ich mir, ja, wenn ich das wahrnehme, was mache ich denn jetzt? Logisch ist oft hilfreich, wenn ich es jemandem sage und etwas ausspreche. Aber wenn ich etwas wahrnehmen kann, kann ich auch mit der Energie arbeiten. Ich kann sie auch verändern. Und da gibt es ganz einfache, praktische Tools. Was kann ich tun, wenn ich Energien wahrnehme in einer bestimmten Form? Wie kann ich Energien entlassen, Energien zuführen? Und vor allem, wenn die Energie, wo ich merke, die fließt nicht richtig, ja, es geht ja auch um das Wahrnehmen von Energien, die fließen und nicht fließen. Das ist aber ganz einfach, simpel ausdrücken. Und wenn eine Energie nicht fließt, hat sie Widerstand. Da ist etwas wie blockiert. Wie gehe ich damit um? Und dann kann ich auf dieser energetischen, intuitiven Ebene auch arbeiten mit diesen Energien. Also diese wieder in den Fluss bringen. Und dann ganz ein wichtiges Thema, das habe ich jetzt mit der Lektion 3 zugeordnet, ist eben die Herzensenergie aktivieren. Das haben wir heute auch hier gemacht schon, indem wir beide Energien hier in unser Herz eingeladen haben. Und aus der Herzensenergie heraus wahrnehmen. Weil oft ist es ganz schwierig, ist das mein Kopf, ist das mein Herz? Und diese Herzkohärenz herstellen, also dieser Gleichklang in mir,
ist etwas ganz, ganz Wesentliches fürs Leben. Also je mehr Verbindung ich mit meinem Herzen habe, je kohärenter ich mit meinem Herzen bin, sprich, wo mein Herz Botschaften gibt und die ich wahrnehme, desto stimmiger kann ich auch leben. Also das ist wie ja im eigenen Fluss sein. Also sich selber nicht so begrenzen oder von Energien abschneiden, sondern ja die Energien fließen in mir drinnen. Und dann werden wir auch mit verschiedenen Energiefeldern arbeiten. Sprich, was können wir alles wahrnehmen? Wir können Situationen wahrnehmen, Orte wahrnehmen. Wir können Beziehungen wahrnehmen, Vergangenheit, Zukunft, Probleme, Lösungen. Und das bitte auch nicht immer nur mit dem geistigen Sehen, sondern auch mit dem Körper, weil wenn das intuitive Fühlen, Spüren ist, ich werde euch auch einladen, mit dem Körper zu spüren, irgendwo draufzustellen, auf einen Stuhl zu sitzen, dafür etwas steht, auf einen anderen niederzusetzen. Also ganz, ganz praktisch auch spürbar, erfahrbar machen. Also besonders den Körper mit einbeziehen auch. In diese Energiefelder, dass wir da Zugang bekommen. Ganz wichtig ist mal so diese Klarheit in den Fragestellungen, Klarheit in der Absicht, weil je fokussierter ich bin, desto ja, klarer bekomme ich auch die Antworten rein. Und ein Thema wird noch sein, die Kommunikation mit der geistigen Welt, Channeling. Und du kennst NK, vielleicht habst du das schon versucht, aber NK ausprobieren einmal oder das intensivieren. Also wo wir einfach in Kontakt gehen mit Geist, mit der geistigen Ebene und Informationen empfangen. Und ein Modul, das was mir ganz gekommen ist, auch noch was ganz wesentlich ist, Körpersprache, zu dem habe ich vorhin schon was erzählt, so die Botschaft des Körpers. Und heilsamer Klang. Der Klang hat ja was mit dem intuitiven Hören zu tun, dass wir diese Worte aussprechen. Worte, die kommen, und das mache ich ja ganz häufig in meinen Coachings, wo ich merke, die berühren dann den Menschen. Also über den Klang, über die Sprache, intuitiv sprechen. Also was kommt dann da aus mir heraus? Was will ausgesprochen werden? Da kann man sich noch die Frage stellen, wer spricht denn da? Ich hoffe, ganz interessant, wo kommen diese Wörter jetzt auf einmal her? Weil die kann man sich nicht immer ausdenken. Das ist in dem Moment dann da. Und das finde ich so schön. Ja, dieses Empfangen, was da ist. Und eben dem, was da ist, Ausdruck geben. Das ist mir auch ein Anliegen, eben im Austausch, im Miteinander, dass ihr euch dann getraut, das mitzuteilen. Das war jetzt ein bisschen eine Übersicht über die Inhalte. Ihr findet sie alle, und ich schicke euch dann nochmal einen Link raus. Ich werde diese Aufzeichnung dann auch abrufbar machen. Dann schicke ich euch alles nochmal aus. Und ihr kennt dann die Lektionen, schicke ich euch mit. Oder könnt ihr auf der Homepage dann abrufen, nochmal ganz im Detail anschauen. Und wenn jemand von euch Interesse hat und noch Fragen hat, könnt ihr mir schreiben, mich anrufen, E-Mail schicken oder WhatsApp schicken. Dann kann ich euch antworten. Und ja, ganz fein, wenn jemand sich entschließt, teilzunehmen. Ja, das so bis 10. November wäre ganz angenehm, eine Woche vorher. Dass ich das weiß, dann kann ich das alles so gut organisieren. Und die Anmeldung geht ganz einfach, geht über die Online-Kursseite, weil da kann man gleich schon einen Benutzernamen angeben und Passwort. Und das ist nur sozusagen schon der Einstieg für die Kursseite. Und sonst mich einfach fragen, wenn es technisch nicht klappen sollte. Dann könnt ihr mir einfach das alles schreiben per Mail, dann organisieren wir das gemeinsam. Also das ist auch Content, das kann ich auch am Computer für euch dann machen. Das haben wir zu diesem Intuitionstraining, was am 17. November beginnt.
und 10 Wochen dauert, also vor 1/2 Monat bis 26. Jänner. Ah ja, und das Schöne ist über die Weihnachtszeit. Genau, Silvester ist drinnen, Neujahr, ihr wisst ja, die Rauhnächte sind. Und sehr genau beschäftigen wir uns so über Silvester in der Zeit mit Kommunikation mit der geistigen Welt. Weil da sind die Energien ganz, ja, dünn, die Schleier sind da ganz dünn. Und wir bekommen noch mehr Informationen. Und das ist einfach ganz eine schöne Zeit, da in Verbindung zu treten. Man kann ja sehr begleitend und sehr kraftvoll sein für diesen Jahreswechsel, der ansteht. Und ich denke mal, ein Wechsel und ein Wandel von vielem, vielem, was noch ja passieren wird in dieser Welt und bei uns selbst da. Gibt's von eurer Seite eine Frage jetzt zu diesem Online-Training? Dann würde der jetzt beantworten. Alles klar? Ich gehe davon aus, sie meldet seinen Körper. Ja, gut. Weil dann würde ich jetzt schöne meditative Einheit mit euch noch gestalten, und zwar mit der eigenen Seele in Kontakt treten. Ihr könnt ganz gerne auch ein Blatt Papier daneben liegen haben und einen Stift, weil wenn was reinkommt, dann ist oft immer wirklich hilfreich, den Moment, man kann auch mit geschlossenen Augen schreiben. Ja, geht auch, wenn jemand sagt, oh, ich mag da nicht rausgehen. Wobei ich auch erlebt habe, man kann Augen aufmachen, was schreiben und dann wieder zu. Aber lieber was aufschreiben, als danach, oh Gott, jetzt weiß ich es nicht mehr. Aber ihr könnt es auch einfach genießen, empfangen, was kommt und euch da keine Gedanken machen. Aber da schaut einfach selbst, wie ihr da tun wollt. Und bei der Seele, das ist mir heute so eingefallen, weil ich mich vorbereitet habe und meinte, wie machen wir denn das? Wir werden mit der Seele über unsere verschiedenen intuitiven Wahrnehmungen in Verbindung treten. Und es kann sein, dass bei einer Frage, die ich stelle, dass ihr was wahrnehmt, bei einer anderen Frage vielleicht nicht. Das macht nichts. Ja, bitte ja nie mit Druck, ich muss, da muss was kommen. Wenn was da ist, ist gut. Wenn nichts ist, ist auch gut. Das ist die beste Haltung, ja? Einfach Neugierde, Offenheit und bitte auch Feinheiten sind sehr wichtig zu schätzen, ja? Das kann ein Beispiel sein, dass ich sage, oh, ich spüre jetzt so wie einen kleinen Windhauch. Dann kann es so schön und berührend sein, als weiß Gott welches Bild, okay? Also einfach euch einmal öffnen, bereit machen, was kommt, ist genau das Beste für mich. Ich bin neugierig, ich bin offen und lasse mich jetzt von meiner Seele berühren. Also mit dieser Haltung lade ich euch ein und wir machen die Meditation. Danach habe ich noch kurz Möglichkeiten, Fragen zu stellen oder Rückmeldung zu geben. Und dann nachschließen wir den Abend ab mit dieser schönen Meditation. Und ihr könnt es auch für euch noch schauen, wenn ihr sagt, okay, das ist jetzt so schön rund gewesen, ich gehe mit dieser Seelenenergie jetzt gleich ins Bett. Dürft ihr auch ganz gerne aussteigen, also ganz selbst entscheiden, wie ihr das für euch so rund abschließen möchtet, okay? Und wenn irgendwas noch auftritt, das sage ich jetzt alles vorab, damit ich nicht viele Worte danach verliere. Und wenn irgendwas, eine Frage noch kommt, wo ich sage, oh, da weiß ich jetzt nicht, wie umgehen damit, ihr könnt mir auch gerne in den nächsten Tagen noch schreiben, wenn ich euch irgendwie unterstützen soll dabei. Gut. Dann dürft ihr euch jetzt einrichten. Seelenmeditation. Finde eine bequeme Haltung, so dass du dich wohlfühlst und dein Körper bestmöglichst entspannt ist. Achte darauf, dass deine Fußsohlen den Boden berühren, dass du die Verbindung zur Erde hast
Und atme jetzt ganz bewusst in deine Füße hinein. Um diese Verbindung zu intensivieren und zu festigen. Deine Verbindung mit der Erde. Du kannst deine Hände ganz bequem auf deinen Oberschenkel ablegen. Achte darauf, dass deine Handflächen nach oben hin geöffnet sind, sodass du ganz offen und frei bist zu empfangen. Ich lade dich jetzt ein, deine Absicht, eine innere Absicht zu äußern, mit deiner Seele in Verbindung zu treten. Du kannst deine Seele direkt ansprechen. Liebe Seele, ich lade dich ein, mit mir bewusst in Verbindung zu treten. Ich bitte dich darum, dass ich dich körperlich wahrnehmen kann, spüren und fühlen. Und bleibe jetzt in der Wahrnehmung in deinem Körper. Wie kannst du deine Seele jetzt spüren und fühlen? Vertraue deinen Wahrnehmungen. Spürst du sie im Körper, um dich herum oder beides? Vielleicht spürst du ein Vibrieren, Kälte, Wärme, ein Schauern, ein Ziehen, alles ist möglich. Bitte deine Seele, dass sie sich dir körperlich zeigt, auf der Körper wahrnehmen. Nimm ihn einfach wahr. Deinen Körper. Wenn deine Seele einen Geruch hätte, wonach würde deine Seele riechen? Welcher Geruch kommt dir jetzt in die Nase? Vielleicht frisch oder würzig, bekannt, unbekannt. Welcher Geruch ist jetzt da? Wenn deine Seele eine Farbe hätte, welche Farbe wäre das? Wie nimmst du die Farbe deiner Seele jetzt wahr? Welche Farbe kommt dir in den Sinn oder Farben?
Und wenn deine Seele sich in einer Form oder Gestalt zeigen würde, welche wäre das? Was kannst du sehen? Wie zeigt sich dir deine Seele jetzt? Und welchen Klang, welche Melodie hat deine Seele oder welchen Ton? Welches Geräusch kannst du hören? Wie macht sie sich hörbar für dich? Und nun bitte deine Seele um eine liebevolle Botschaft für dich. Was möchte deine Seele dir mitteilen? Jetzt. Und gleich kannst du diese Botschaft hören, sehen, fühlen, spüren. Nimm sie einfach auf. In der Form, in der sie dir mitgeteilt wird. Welche Botschaft ist da? Und vielleicht möchtest du deiner Seele auch eine konkrete Frage stellen. Eine Frage, die deine momentane Lebenssituation betrifft. Etwas, was dir am Herzen liegt. Dann stelle jetzt deine Frage und lausche der Antwort. Und wenn du jetzt auch vielleicht nichts Konkretes empfangen hast als Botschaft, bitte deine Seele darum, dass sie dir ein klares Zeichen sendet, innerhalb morgen, als Antwort auf deine Frage. Bitte um klare Zeichen. Und
dann geh noch einmal ins Spüren und Fühlen von deiner Seelenenergie. Nimm sie wahr, deine Seele. Nimm deinen Körper wahr. Deine Füße auf dem Boden. Und dann nimm einen tiefen, tiefen Atemzug und bereite dich vor, wieder ins Außen zu kommen. In deinen Alltag. In das, in dein Alltagsbewusstsein. Und öffne deine Augen. Ja, ihr könnt es jetzt ganz gerne, wenn jemand das schreiben mag, kurz hineintippen, wie war die Meditation für euch? Oder welche Farbe hat eure Seele gehabt? Also wer was teilen mag? Oder Form, Gestalt, Geruch? Vielleicht hat es auch einen Geruch gegeben, einen Klang gegeben. Und die Seele hat besonders gewarnt. Möchte jemand was mitteilen, oder? Ja, genau, Brunhilde. Einfach laut schalten, bitte. Jetzt höre ich dich. Ja, perfekt. Jetzt habe ich wieder zurückgeschalten. Es passt, du bist hörbar. Ah, okay. Ja, ich habe gespürt, so gelb-orange, die Farbe von der Seele. Angst habe ich gespürt. Die Antwort habe ich noch nicht so richtig gekriegt. So ein bisschen Beengung habe ich gespürt. Und Antwort noch nicht wirklich eine. Okay. Und bei der Angst, so deine Angst, wovor? Mich zu öffnen, so Beklemmung. Ja. Und das ist schon einmal ganz ein wichtiges Spüren, was du hast. Da sagst du, oh, ich nehme da jetzt eine Angst wahr, ja. Weil das ist ja ein Schritt. Ich mache da auf und nehme wahr. Und das darf das sein. Ganz oft will man das ja nicht und zur Seite schieben. Aber genau die Angst ist eine ganz gute Hilfe, um auch präsent zu sein und aufmerksam. Und da ist ganz wichtig bei der Intuition immer Schritt für Schritt. Und ganz wichtig ist auch, die Seele weiß genau, wozu du bereit bist und wozu du nicht. Weil du bist Seele, ja? Und meistens haben wir Angst vor den eigenen Schritten eher. Die was umstehen. Also so eher das, was mit dem Realen zu tun hat. Aber schöne Wahrnehmung. Ganz fein auch. Dankeschön. Danke. Danke fürs Teilen, danke. Ja. Möchte noch jemand was teilen oder Frage stellen? Gerne. Also ich habe sie wahrgenommen, das war ganz interessant, weil es angefangen hat, so beim Mundtum zu kribbeln. Ah. Also und ich habe mir zuerst gedacht, es ist vielleicht leider nicht jetzt in den Krallen, aber es war dann bei der nächsten Frage, war es dann weg. Aber das war ganz eindeutig, also mit der Frage, wie nimmst du sie wahr oder wie zog sie sich dir, habe ich das so einfach da beim Mundtum gespürt. Und die Farbe war eben so orange. Und die Form war so wie eine Spirale, also so wie ein Wirbel. Ja. Und beim Geruch, da habe ich nichts wahrgenommen, da ist leider der Gedanke gekommen, eben, wie die Rose riecht. Genau. Wie eine auch Rose. Das ist möglich. Ich habe nicht jetzt wirklich gerochen, so dass jetzt wirklich ein Geruch. Der war nicht. Also das war einfach gleich so die Rose. Ja,
Genau. Also da auch so, ich kann es mit der Wucht empfangen oder auch die Rose als Bild, aber das steht dann für den Geruch. Ich muss es nicht riechen. Okay. Passt. Okay. Ganz gut. Cool. Der Mund steht ja für, auch für den Ausdruck. Öffnen. Öffnung. Ja. Erinnert ihr an etwas? Ja, ja, die Frage, die ich gestellt habe, und wir haben ihm dann nicht eine klare Antwort gekriegt. Also. Und da ist auch wichtig, schaut mal diese einzelnen Komponenten, das sind wie Zutaten auch jetzt, zusammenzufügen. Und ich lade immer ein, schreibe auch die Sachen jetzt auch auf, das war die Farbe, das habe ich gespürt, das habe ich wahrgenommen. Und dann kann das ein Bild da geben. Und oft einmal passiert es auch Tage danach. Also, ah, jetzt verstehe ich, ah, das war interessant. Jetzt kriege ich die Erkenntnis. Ja, also unser Bewusstsein braucht auch oft einmal ein bisschen Zeit. Auch meines. Also das tut nicht auch immer klick, klick. Mhm. Und ich glaube, diese Zeit, da dürfen wir geben. Das kann ein Traum sein oder in sonst einer Form. Dankeschön, Irene. Also was schreibt so? Gewaltig gleich zu Beginn, als man es im Chat aufmacht. Farbe später rot-schwarz, Bauchbeine, Nackenschmerzen, später kalte Beine ab Knie abwärts, ein Druck auf die Ohren, viele Bilder, Menschen, auch Gesichter, Augen. Genau. Also der Körper kann auch mit Schmerzen reagieren und achtet darauf, das jetzt nicht negativ einzustufen. Ja? Es kann oft einmal sein, dass wir es intensiver brauchen, dass man sagt, ah ja, ich spüre jetzt was, wo kommen diese Schmerzen her, weil das Feine vielleicht nicht so wahrnehmbar ist. Aber es kann auch sein, die Seele hat eine ganz hohe Schwingungsenergie und der Körper oft, wenn es dann auf einmal spürbar wird, dann meldet sich der Körper sozusagen, okay, mit Widerstand da im Moment. Ja, da bringt die Seelenenergie, bringt die Schwingung in den Körper hinein. Und Bilder können sein, das kann wirklich ganz viele Eindrücke sein und genau da ist es wichtig zu lernen, wie tue ich das differenzieren, wie kann ich das einordnen, wo kommt was her. Kanalisieren, also diese Wahrnehmungen kanalisieren. Intensiv. Gut. Möchte noch jemand was teilen? Also ich möchte eigentlich nur sagen, ich habe ja schon viele so Meditationen gemacht und so und ich fand es jetzt gerade enorm, was ich alles fragen konnte und bin ganz begeistert. Sehr, sehr vielen Dank und dafür, dass das jetzt nur so ein Infoabend war, finde ich es ganz toll, was du mir da mitgegeben hast. Danke. Von Herzen gerne. Von Herzen gerne. Dankeschön. Danke. Sehr schön, wenn man dann Antworten bekommt und ja, und es so leicht geht da. Und das ist ja auch ein Zeichen der neuen Zeit. Es geht leichter, viel leichter, ja. Dürfen wir denn nicht Leichtigkeit gehen, ja. Dankeschön. Ja, ich danke euch für diesen Abend, für diesen gemeinsamen Raum, den haben wir gemeinsam gestaltet, mit Energie gefüllt. Deswegen wurde es auch heute möglich. Und ich erinnere euch noch einmal zurück an die Karte, die ich zu Beginn gezogen habe, diese Segenskarte, segne, du bist gesegnet. Gib deinen Segen weiter, so beschenkst du andere und dich selbst. Und dieses Weitergeben, vielleicht so als Gedanke, ja, was kann ich morgen oder an diesem Wochenende hinaustragen in die Welt? Ist das ein Lächeln? Ist das ein Zeichen der Liebe, der Freude? Eine Umarmung, etwas Segenvolles mit anderen Menschen teilen. Noch vermehrt sich das auch. Danke euch. Wir wünschen euch eine wunderbare gute Nacht, schöne Träume, ein erfüllendes Wochenende und vielleicht sehen wir uns ja. Würde mich sehr freuen. Papa. Tschüss. Ihr denkt. Papa. Gute Nacht. Ciao, ciao.